Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Soul Silver. Wir sind auf Route 45 und haben das letzte Mal eine ganze Handvoll Pokémon gefangen. Ich bin so dankbar, dass ich so viele Pokémon gefangen habe das letzte Mal. Das ist auch nicht jeden Tag so. Und ja, ich würde sagen, wir setzen unsere Reise nach Süden weiter fort. Mal sehen, wo wir landen im Endeffekt und wer mit uns noch alles so kämpfen möchte. Sei auf alles vorbereitet. Zeig mal, wie gut deine Pokémon, wie gut du dein Pokémon trainiert hast. Das teile ich immer gerne. Das zeige ich auch immer gern. Wanderer Wieland hat ein Macholo. Das ist jetzt auch nochmal eine gute Trainingsmöglichkeit für Girafarik. Und tschüss. Ein Georock. Wir bleiben einfach bei Girafarik. Oh, ging leider daneben. Das ist schlecht. Boah, wie gemein. Ja, super. Da nehme ich Megani. Dann können wir da vielleicht auch die neue Attacke ausprobieren. Ich weiß zwar nicht, wer jetzt kommt. Macholo, okay. Wir haben doch hier die Fauna-Statue erlernt. Mal gucken, ob das funktioniert. Habe ich mir zwar irgendwie animationstechnisch gerade was anderes drunter vorgestellt, aber hat ja super gefluppt. Oh, ich habe verloren. Ja, hat er. Ach, die Mutter hat wieder was für uns. Ja, holen wir schon ab. Alles gut. So, ich belebe mal Girafarik wieder. Aber mit einem normalen Beleber, nicht mit dem Top-Beleber. Ich bin ja nicht bekloppt. So, und dann heile ich das auch noch ein bisschen. So, sehr gut. Ein Kleinstein. Okay, da wäre auch noch ein Trainer gewesen. Das heißt, man muss wohl hier öfter mal hoch und runter springen. Ja, nee, dann bleibe ich erstmal hier auf einer Seite. Und wenn ich das Spielchen häufiger machen muss, dann fliegt man halt wieder nach oben in den Norden, nach Ebenholz City. Ja, das passt schon. Wenn mich die Pokémon mal gehen lassen würden. Explizit auch Georock. So, aufpassen. Ein Top-Trank. Sehr schön.
Ich frag mich, können wir hier angeln? Nee, schade. Welche Strategie verwendest du im Kampf? Man darf nicht einfach nur willkürlich starke Attacken einsetzen. Das funktioniert durchaus auch. So, Herausforderung von Astrainer Mira. Geht ein Meryl. Fast. Und tschüss. Ein Schillock. Interessant. Na toll, das war doch klar. Oh, sehr gut. Und tschüss. Geht noch ein Schillock. Wie kamen die denn in den Genuss? Ja, das war jetzt klar. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Yes. Und wir haben Level 31 mit Girafarik erreicht. Gut. Dann habe ich eben verloren. Das ist doch eine gesunde Einstellung. Hat die schon wieder was gekauft? Dieser war gerade im Moment in Shopping-Laune. Das liegt wohl daran, dass ich hier doppeltes Preisgeld kriege mit meinem Münzamulett. Ja, sehr gut. Ich mag keine übermäßig starken Attacken. Natürlich will ich gewinnen, aber ich möchte dabei nicht riskieren, meine Pokémon zu verletzen. Das ist doch gar nicht schlecht. Das ist doch gar keine schlechte Einstellung. Hallo? Ich habe hier ganz alleine und zurückgezogen trainiert. Sieh die Früchte meiner Arbeit. Oh mein Gott, ein Sixpack. So, Herausforderung von Schwarzgurt Timon. Wo ist Pumba? Ein Mashok. Ah, das ist, glaube ich, effektiv. Das war klar. Megani sollte das auch ganz gut hinkriegen mit den Pflanzenattacken. So, sehr gut. Doch. Unser Kampf war großartig. Ich möchte ein Andenken an dich. Deine Telefonnummer würde genügen.
Mein intensives Training lässt nur wenig Zeit zum Plaudern, aber der ist ein bisschen creepy, aber ganz Johto kennt mich ja. Ich muss härter trainieren, um der Beste zu werden. Krieg dich wieder ein. Wieder ein Georock. Das müsste ich dann mal tauschen und dann kriege ich ein Geowatz. Ja, Kleinstein. Ein Hyperheiler. Perfekt. So, ich mache mich aber hier weiter. Auf nach unten. Warum ich auf Berge klettere? Weil es sie gibt. Warum ich Pokémon trainiere? Weil es sie gibt. Das ist eine sehr simple Erklärung. So, Herausforderung von Wanderer Roman. Der hat einen Dickter. Okay. Gut, als nächstes hat er ein Dicktri. Wir wechseln mal das Pokémon, weil Ampharos könnte einen leichten Typnachteil haben. Ich nehme einfach mal Imitak. Da stehen wir auch kurz vor der Levelerhöhung. Oh, die sehen aber sehr gequetscht aus in dem. Sieht aber lustig aus. Ah, das sieht doch gut aus. Tschüss. Ja, locker reicht das für Level 38. Niederlagen, die gibt es auch. Ja. Pokémon zu entdecken war das Beste, was mir passieren konnte. Wieso nicht? Also... Das ist alles komplett legitim. Ein Teddy Ursa. Ja gut, hier. Wir bleiben erstmal hier. Ah, hier könnte ich angeln. Und vielleicht auch Surfer einsetzen. Würde das gehen? Ja. Solange es nicht wieder Raikou ist. Ein Karpador. Ein
Carpador. Okay, ich werde gleich nochmal die Angel schwingen und sonst einfach mal gucken, was es da für Pokémon gibt. Wahrscheinlich wieder Carpador. Nein, ein Quapsel. Okay. Ich habe ja bereits schon eins, deswegen. Ich werfe nochmal die Angel aus, aber wenn da jetzt nichts Besonderes ist, dann gehen wir weiter. Ein Carpador. Tschüss. Na gut. Okay, hier geht's gar nicht weiter, sondern der Weg führt jetzt hier zusammen. Auf Route 46. Ich glaube, hier waren wir schon mal. Hier ist, glaube ich, die Dunkelhöhle, ne? Ja. Hier weiter. Wir haben hier noch keinen Kraxler. Dann gehe ich hier weiter. Also gut, bald wirst du sie kennenlernen. Die Kraft der Pokémon aus den Bergen. Okay. Oh, der hat 5 Pokémon. Wanderer Ludwig. Oh, aber nur Level 13. Das ist nicht viel, mein Gott. Das ist gerade so ein Megani-Paradies zum Level. Ganz ein Gesteins-Pokémon nämlich. Hat er jetzt auch 5-mal Kleinstein, oder? Sehr schön, auch Level 38 endlich mal mit Megani. Aber wir sind langsam wirr. Noch ein kleiner Stein, wir machen weiter. Einfach weiter. Das war doch klar. Oh weh. Sehr gut. Ich glaube wirklich, dass der fast nur Kleinstein hat. Vielleicht kommt jetzt gleich noch ein Georock, aber... Zwei Angriffen von 3 ist Megani immer ein bisschen gaga. Ach Mann.
nicht wieder ver... Ah, das war wirklich übel. Ich mache mich ja selbst mehr fertig, als das Kleinstein je könnte. Das ist ja furchtbar. Hallo. Das ist ja echt schräg. Das ist ja wirklich schräg. Na komm. So, tschüss. Gnade, du hast mir zu Genüge demonstriert, was du drauf hast. Findest du. Es ist vorbei. Auch gut. Wir Wanderer sehen niemals zurück. Ist doch nicht schlecht. Wir waren sogar auf Route 46 jetzt schon und wir sind hier bei Level 2 Pokémon. Wo bin ich? Okay, die will nicht kämpfen. Kleinstein Level 3. Hä? Oh nein, wir sind hier auf der ersten Route von... Ach, du meine Güte. Also hier war Route 45 und hier wahrscheinlich 46, ja. Dann geht's wieder ab nach oben, würde ich sagen. Erstmal ein bisschen heilen. Kann ich Girafarik wieder an die erste Position setzen? Dann nehme ich vielleicht mal das Knofenser mit dem Blitz mit. Hier noch kurz uns den Bericht angucken. Also Panzer Eron ist äußerst ausdauernd und vom Wesen her sachte. Fähigkeit des Adlerauge verhindert Verlust der Genauigkeit, also wie bei Ibitak. Hat die Attacken Agilität, Furienschlag, Offenlegung und Windschnitt. Und Panzer Eron sind wir bisher auch nicht mehr begegnet. Also ich glaube, das ist schon eins der selteneren. Das werde ich euch aber das nächste Mal nochmal genauer erzählen. So, Teddy Ursa hat ein hitziges Wesen und ist beharrlich. Hat die Fähigkeit Rasanz, erhöht Initiative bei Statusproblemen. Die vier Attacken sind Schlecker, Trugträne, Kratzfurie und Finte. Gar nicht so unschick. Das ist doch noch in Ordnung. So. Und dann nehmen wir doch mal... Ja, ich lasse jetzt einfach mal Krabi da. Ich weiß nicht, ob wir Krabi eventuell für die Dunkelhöhle noch brauchen.
Das werde ich aber ja dann sehen. So, wir pirschen uns langsam mit Girafarik dran. Die anderen haben alle Level 38. Girafarik inzwischen 31. Das ist überhaupt nicht schlecht. So, ich bleib noch mal auf der Seite. Vielleicht machen wir das auch so. Ich habe ja noch Top-Schutz. Dass ich das mal einsetze, dass hier nicht so viele wilde Pokémon kommen. So, was ist deine Philosophie, wenn es darum geht, Pokémon großzuziehen? Immer gut behandeln und fair bleiben. Eine Herausforderung von Ass-Trainer Arne. Mit einem Tauboss. Okay, ich glaube, wir haben auch noch bisher keinen Tauboss gesehen. Oh, geht daneben. Schade. Ach, Manu. Ah, ja, Tauboss ist ja... Ah, das darf ich ja wirklich nicht vergessen, dass Typ normal gegen Geistattacken immun ist. Yes, das war doch super. Ein Electek. Wir bleiben einfach mal am Ball. Ah. Ich nehme da einmal Nidoking. Oh. Super. Ja, gut. Passt schon. Du verdienst meinen vollen Respekt. Ja, danke. Wie ich sehe, ziehst du deine Pokémon mit Sorgfalt auf. Eure Freundschaft wird dich noch aus manchen Gefahren retten. Girafarik ist immer noch kurz vorm Umkippen. Oje. Das wollen wir aber nicht. Girafarik sieht zu, wie das Wasser den Fluss hinunterströmt. So, da war ja noch einer. Du hast Mumm in den Knochen, aber weißt du was? Wenn es um echte Courage geht, bin ich der Mann. Was ist denn das für ein sexistischer Spruch? Herausforderung von Wanderer Philipp. Mit einem kleinen Stein.
Fantastisch. Die können aber auch echt nichts anderes, ne? Dann kommt einmal Nidoking wieder ran. War vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Das ist doch nicht euer Ernst. Ha, ich habe überlebt. Nimm das. Aber das ist gar kein Ziel. Ja, echt. Ein Geowatz. Ja. Haben wir bisher auch noch nicht gesehen. Ja, ganz ehrlich, wenn ich jetzt kaputt gehe, dann ist das halt so. Der macht eh Finale. Vielleicht stelle ich ihm einfach das Klofensa da jetzt hin. Okay, nee, der macht die ganze Zeit Intensität. Oh, noch bevor er Finale machen konnte. Meine Pokémon waren leider nicht couragiert genug. Hallo, die haben sich für dich in die Luft gesprengt. Mensch, wie ich diese Kaplus liebe. Mm, lecker, lecker, lecker. Ich trinke immer die von meinen Pokémon. Ich kann nichts dagegen tun. Was für ein ekliger. Jetzt sind wir wieder hier. Okay. Okay, okay, okay. Ich glaube, wir kommen ja eh nochmal dahin vorbei, aber sollte mich eigentlich heilen. Und fange dann nochmal von oben an. So, dann heilen wir uns gerade. Sehr gut. Vielleicht mache ich das auch so. Ich nehme mal direkt auch wieder Krabi mit. Und lasse einfach mal Nidoking da. Das passt schon. Würde ich dann sagen, beenden wir den Tag und machen morgen mit dem Rest von Route 45 und 46 weiter. Vielleicht noch einen kleinen Abstecher in die Dunkelhöhle, zumindest in den oberen Teil hier in der Nähe von Ebenholz City. Und dann gucken wir mal, wie es aussieht mit der letzten Arena.
Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.